Hallo, ich möchte euch heute Morgen wieder ein ungewöhnliches Telefon vorstellen. Und zwar ein Telefon, das erstmal sehr technisch aussieht und auch einen technischen Namen hat. Das ist der Amtsanschließer 33. 33, das muss man ja vorweg sagen, deutet auf ein etwas unglückliches Baujahr hin. Das Telefon wurde dann also konstruiert für die Wehrmacht. Eine Sache, die mich nicht besonders anzieht. Manche Militarier-Sammler, die fahren ja darauf ab, und das trifft für mich nicht zu. Ich konnte allerdings nicht widerstehen, als das Gerät sehr günstig angeboten wurde. Ich habe mir den Apparat dann mal aus der Nähe angeschaut. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist dieses Zeichen hier. DR, Deutsche Reichsbahn. Gebaut 1940, also schon im Krieg. Von der Firma RW und Co. Wir machen den Apparat mal offen. Sieht man, reichlich Technik ist darin enthalten. Wählscheibe N30 von Siemens und Halske. RB und Co., Richard Bosse und Co. hat dann wohl für den Zusammenbau gesorgt. Können die Wählscheibe mal aufziehen. Das funktioniert alles ganz einwandfrei. Läuft super ab. Und macht ihre Impulse. Auch hier sieht man übrigens wieder einen Hinweis auf die Bahn. Fernsprechwerk München-Aubing. Da wurden diese Geräte in der Nachkriegszeit offensichtlich aufgearbeitet zur Verwendung für die Bahn. Ob das jetzt aus übrig gebliebenen Teilen, die für die Wehrmacht nicht benötigt wurden, geschehen ist, oder ob das gebrauchte Wehrmachtsteile waren, das entzieht sich meiner Kenntnis. Also da wird man wohl die genaue Herkunft dieses Apparates auch nicht mehr ermitteln können. Der Verkäufer war ein Trödelhändler aus Hagen. Hagen war ja ein oder ist immer noch ein bedeutender Eisenbahnknotenpunkt in Deutschland. Möglicherweise hat ein Eisenbahner das mal gesammelt. Auffällig an diesem Apparat sind zwei Klinkenstecker. Die Vermittlungsklinke und hier hinter dem Anschluss des Handapparates erkennbar. Die Induktorklinke, das hört sich ziemlich ominös an. Weitere Anschlüsse gibt es hier auf der Rückseite als Schraubklemmen ausgeführt für die normale Telefonleitung, so wie ich es jetzt angeschlossen habe. LA, LB, die beiden Drähte, und hier LB, und zwar für Selbstanschluss Zentralbatterie. Also unser ganz normales Telefonnetz, was heute der Router bereitstellt. Auf der anderen Seite gibt es den Anschluss für Erde, den braucht man so gut wie nie. Und den Anschluss, die Ader LB, also die Sprechader für Ortsbetrieb oder Ortsbatteriebetrieb. Das, was im Militärischen als Feldnetz bekannt ist, aber auch bei der Bahn sehr lange und sehr intensiv im Gebrauch war. Daher macht es Sinn, dass dieser Apparat bei der Bahn benötigt wurde. Das Besondere an diesem Apparat ist, man kann ihn einmal als ganz normales Telefon benutzen. Man kann über den Klinkenstecker aber auch ein Ortsbatterienetz zuschalten. Das kann man ganz gut hier in dem Schaltplan erkennen. Über die Vermittlungsklinke lässt sich hier ein Fernsprecher mit Ortsbatterie anschalten, also ein Kurbeltelefon. Das ist über Kondensatoren dann mit dem Sprechkreis verbunden, aber eben galvanisch getrennt. So, wir können das Gerät mal ausprobieren. Hier habe ich meinen Wählton. Müsste man hören. Jetzt wähle ich mal eine Nummer. Hoffentlich geht jemand dran.
Funktioniert, der Nummernschalter arbeitet einwandfrei. Ja, das Gerät habe ich gestern mal ein wenig in Schuss gebracht. Das war also von einem Nikotinfilm überzogen, den ich vorher so auch noch nicht gesehen hatte. Denke mal, das ist bei der Bahn so stark im Gebrauch gewesen. Der Handapparat ist wahrscheinlich nicht ganz original, der dazu ist. Das müsste ein Handapparat sein, wie er auch beim W28 verbaut wurde. Da verwendet wurde. Auch die Handapparate-Schnur ist da sehr ähnlich zu dem militärischen Amtsanschließer 33 gehört eigentlich ein Handapparat mit einer Sprechtaste zum Kontaktieren der Ortsbatterie, denn die soll ja abgeschaltet sein, wenn man nicht spricht. Ja, das war's, was ich euch zu dem Telefon zeigen wollte. Bis demnächst. Ciao.